Jo Leute, was geht denn? Und herzlich willkommen zurück zur 8. Folge der Parma-Karriere mit mir, dem Simon, eurem Broski. Zwei Kanal. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut, Mann. Sehr geil, dass ihr die Serie so feiert, wirklich. Ich muss mich einfach nochmal bedanken. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es macht so unfassbar Laune, mit euch jetzt zu eskalieren einfach. Junge, geil, dass ihr es so feiert, Mann. Bin echt in Love aktuell hier mit euch als Community und dem Zweitkanal an sich, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe das mal so flapsig nebenbei vor irgendwie 3-4 Episoden gesagt. So, ja, wenn wir 200.000 Abonnenten bis zum 24. Dezember schaffen, dann verlose ich eine PS5 unter allen Abonnenten. Moin Meister, wir sind aktuell, warte, ich guck nach. Wir sind aktuell 199.173 Abonnenten. Ey, danke für den Support, Mann. Wir haben einfach hier 10.000 Abos gemacht in den letzten 10 Tagen. Vielen, vielen Dank, Mann. Falls ihr hier noch kein Abo dagelassen habt, dann tut es sehr gerne. Dann seid ihr auch die Tage bei der PS5-Verlosung dabei. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Like auch hier, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ist wichtig für den Algorithmus. Ihr wisst es ja alle. Und Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir zurück rein. Heute haben wir viel vor. Ich möchte nämlich eigentlich spätestens in der nächsten Folge mich dann auch schon um die Wintertransfers kümmern und die Hinrunde abschließen. Aber erstmal nochmal ganz dicke Shoutouts an Vázquez. Heißt er mit Vornamen Franco, oder? Franco Vázquez. Ich kenne meine Mannschaft. Warte, ich guck noch mal kurz nach. Digga, ich bin so ein Könner, Alter. Ich kenne die Mannschaft. Franco Vázquez, warte, ich zeig's euch, ist der Player of the Month Oktober in der Serie A. Ihr habt's letzte Episode schon gesehen. Übrigens, sorry nochmal, dass da während des Einspiels so ein bisschen Soundprobleme war. Das war irgendwie mein Mikrofon, keine Ahnung. Digga, bei dem läuft so krass. Letzte Woche ein Team of the Week gehabt. Eine Woche später Player of the Month, der Bruder sammelt die Special Cards. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, unser nächstes Spiel ist jetzt gegen Juventus Turin, gegen die alte Dame. Wir sind aktuell auf dem 6. Tabellenplatz mit 18 Punkten, was natürlich überragend ist. Aber wenn alles normal läuft, werden wir jetzt wahrscheinlich am nächsten Spieltag von 1-2 Vereinen überholt, weil gegen Juve wird dann halt schon ein bisschen schwierig. Fürs Nationalteam Dennis Mann, der ist nach Rumänien gereist. Oh, wir haben gleich Scouting-Update, da möchte ich auf jeden Fall auch reinschauen. Aber kurze Tabellensituation, weil ganz ehrlich, wir können mutig spielen gegen Juventus Turin. Mein Gott, wenn, dann fahren die uns halt über den Haufen. Aber die haben schon 16 Gegentore gekriegt. Und ganz ehrlich, Inter Mailand ist aktuell auf Platz 1. Und wer hat 3:3 auswärts in Inter Mailand gespielt? Das war Parma, das waren wir. 9 Gegentore haben die erst gekriegt. 3 Stück davon von uns. Wir reisen mutig. Na okay, wir reisen nicht nach Turin, weil wir spielen zu Hause gegen die. Aber wir wollen mutig spielen gegen die, ganz ehrlich. Bevor wir aber irgendwas machen, Scouting-Update, da freue ich mich immer sehr drauf. Ja, rumänischer Scout. Leider nichts Gutes dabei, wie ich sehe. Nee, leider nichts Gutes dabei. Was macht der Italiano-Scout? Komm schon, vielleicht hier irgendwas? Sanna? Na, nicht wirklich. Noch ein Sanna? Das ist, glaube ich, der Bruder. Auch nicht. Nee, die sind alle nichts. Schade. Achso, und ich bin natürlich aktiver Kommentarleser. Und wer war das hier mit der Physis? Genau, De Angelis war das, glaube ich, den ich zum IV machen sollte. Ja, ihr habt gesagt, Bruder, der hat 83 Physis. Dann macht den mal lieber zu einem IV als zu einem LM. Dann geht der hoch. Aber meint ihr ehrlich? Weil der ist ja jetzt aktuell schon auf LM umgeformt und geht da auch. Meint ihr wirklich, ich soll den als IV ummoden? Also nur wegen Physis? Schreibt es mal gerne rein, weil ich bin mir da wirklich unsicher. Oder meintet ihr den hier? Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Ja, okay, der hat nicht so viel Physis. Also, ja, schreib's. Ich wollte gerade schon sagen. Ich dachte gerade, RM dauert 4 Wochen und LM dauert 105 Wochen. Das war lost von mir. Vielleicht dann den als IV ummoden. Da würde es eigentlich funktionieren. Der macht, glaube ich, nicht so Sinn auf LM. Ja, schreib's mal rein, wenn ich da wie umformen soll. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen lost. Weil ich glaube, bei De Angelis, der macht's halt auf LM nicht schlecht so, ne? Ich meine, der ist zwar stark auf Fuß rechts, aber wenn man den 5-Sterne-Weakfoot antrainiert, why not? Und ja, die Offensivstats sind auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, schreib's mal rein. Ich bin mir da unsicher. Ansonsten geht's jetzt erstmal in unser Spiel gegen Juventus Turin. Dort sehen wir deren Startaufstellung. Morata übrigens richtig gut in Form. Der ist ja aktuell Top-Torjäger vor Franco Vázquez. Der hat 7 Tore, Morata bei 9 Toren. Und auch da habe ich eure Kommentare gelesen. Ihr findet das Tempo aktuell sehr nice, habt ihr gesagt. Kalinic ist übrigens wieder auf 75 hochgegangen. Der war zwischenzeitlich auf 74 runter, nice. Aber ihr habt gesagt, yo, passt eigentlich ganz gut. Immer ein Spiel pro Folge selber zocken, dann ein bisschen simulieren, ab und zu mal eine Schnellsimulation. Das feiert ihr auf jeden Fall. Wir gehen in Bestbesetzung rein. Wir machen eine normale Simulation gegen Juventus Turin. Und ich hoffe, dass wir da was Zählbares mitnehmen können. Ich glaube dran, ganz ehrlich. Mal gucken, was geht. Wir haben aktuell einen super Run und vielleicht trifft ja Vázquez wieder. Es ist das Duell der beiden Top-Torjäger gegeneinander. Come on, Männer. Mutig spielen, nicht hinten einschnüren lassen. Wow, und da ist der Ball direkt ans Aluminium gegangen. Man braucht auch mal Glück. Hä, was haben beide Mannschaften für eine Passquote?
Das kann man leider nicht sehen. Übel viele Fehlpässe drin bei beiden. Das ist, Junge, das ist so ein offener Schlagabtausch. Das ist richtig wild. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Jetzt gleich der Ball wieder weg. Dann geht's wieder auf unser Tor. Oh nee, das war gut gespielt. Vazquez! Oh mein Gott. Oh, kurz vor der Halbzeit. Juventus darf nochmal. Oh, das ist gut gespielt. Aufpassen. Morata Buffon. Let's go. Buffon gegen seinen alten Club, gegen Juventus. War ein richtig gutes Spiel. So muss das sein. Der Typ ist so motiviert. Und wir gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. Juventus hat 76% Ballbesitz. Aber ey, das spielt uns ja in die Karten. Wir wollen Umschaltfußball spielen. Und wir nerven hier Juventus richtig. Genauso soll es sein. Ja, jetzt vielleicht mal ein bisschen Ruhe im Spiel. Alter, was macht ihr denn? Chillt doch mal ein bisschen. Junge. Abseits, ich dachte, da wäre es passiert. Ander Herrera und Kulusevski kommen rein, bei Juventus zu gehen. Aber ey, 65 Minuten knapp gespielt, noch steht's 0-0. Und ganz ehrlich, noch sieht's echt gut aus. Fitness passt auch. Wir hatten ja eine Woche Pause und dadurch, dass wir halt fast gar keine Spieler bei der Nationalmannschaft haben, stehen unsere Spieler voll im Saft, Alter. Und wir müssen das Ding noch 20 Minuten überstehen, aber Juventus wird besser. Juventus wird immer besser. Oh, verdammt. Buffon, let's go. Nachfassen. Oh, Junge, Danilo macht ein krankes Spiel. Wie er den da holt gegen Morata, let's go. Also wir haben übrigens gebracht Geraldo Becker für Miraila, Schiattarella für Ricci und Valenti für Pogo. Let's go, Caligiuri. Wir kriegen leider in Halbzeit 2 gar nicht mehr die Konter zu Ende gespielt. Aber defensiv sieht es halt wirklich gut aus. Komm schon, wir müssen uns nur belohnen. Und dann ist Paolo Dybala. Der kommt rein und macht in der 90. bis 0-1. Aua, ey, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Mann, nochmal, kriegen wir nochmal die Chance. Wir sind nochmal bei Juve in der Hälfte. Aber ich glaube, das Ding ist durch. Ja, das Ding ist durch. Ey, verdammt, Mann. Also es ist am Ende ein verdienter Sieg für Juve. Die haben uns in der zweiten Halbzeit gar keine Luft mehr zum Atmen lassen. Aber das tut schon weh, ehrlich. Das tut schon richtig krass weh, wenn man halt bis zur 90. das 0-0 hält. Aua. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Am Ende des Tages hättest du vor der Saison gesagt, yo, verlierst ein Heimspiel zu Hause 0-1 gegen Juve. Ich meine, was willst du machen, Alter? Das gehört irgendwo zum Leben eines Aufsteigers dazu, aber schade ein bisschen, bin ich ehrlich zu euch. Aber Straftraining gibt's nicht. Guck mal hier, die haben alle ein A. Gibt ein wunderschönes, entspanntes Training. Ich bin nicht sauer auf die Mannschaft. Noch ein Tipp, den ihr mir übrigens gegeben hattet, war hier den Samuel Sorrentino hochzuziehen und dann auszuleihen, dass der dann vielleicht einen Sprung macht. By the way, komplett gestörtes Potenzial, 88 bis 94. Ich befördere den jetzt mal zum Profi. Und ihr meintet, ich soll mal gucken, wo der so krass ist. Weil der müsste dann auf der einen oder anderen Position irgendwie richtig heftig... Ja, what the fuck? 75 Antritt. 81 Sprintgeschwindigkeit. Hä, was ist denn der dann eigentlich für ein Spieler? Also Dribbling, 57 nicht so gut. Flanken ist geil. Fähre 2. Meint ihr, der ist eigentlich ein Verteidiger? 87 Stärke. Ich probiere den jetzt mal aus. Wo würde der spielen? LOL! Verteidiger plus 42, hätte der 65. Mittelfeld plus 35. Außen plus 38. Hä, er ist eigentlich voll der krasse Allrounder. Aber er ist wohl eigentlich ein Innenverteidiger. Der hätte der 65. Ist mies am Backen. Es tut ja richtig weh. Aua. Moin, Meister. Plus 42 hätte der hier einfach. Ja gut, ich versuche ihn dann mal auszuleihen. Vielleicht kriegen wir ein Angebot. Vielleicht macht er da ein paar Sprünge. Aber wildes Ding auf jeden Fall. Und leider kann ich seine Position halt nicht ändern hier in dem Entwicklungsplan. Ich glaube, das geht nur mit einer Mod auf dem PC. Das kann ich hier leider nicht machen. Schade. Jawohl, da ist er doch. Davon habe ich immer geträumt, dass ich da den Profis dabei sein durfte. Ja, Bruder, jetzt hast du mich beeindruckt, wirst halt ausgeliehen. F in den Chat für dich. Lol, es gibt sogar einen Zeitungsartikel über den Backtorwart. Ich will lesen. Vereinsnews. Aktuell kein Platz für Sorrentino. Sorry, Bruder. Mann, du bist halt eigentlich ein Verteidiger und kein Keeper. Was kann ich denn dafür, wenn du dir auf Krampf die Handschuhe anziehen willst, obwohl du eigentlich IV bist? Mann, Alter. Wie dieser eine Stürmer in der Kreisliga, der auf Krampf im Abschlusstraining auf einmal random ins Tor möchte, obwohl er es nicht kann. Genau so einer ist Sorrentino.
Bild. Wir haben übrigens dieses Wochenende schon wieder spielfrei gehabt. Es war wieder International Break, das seht ihr hier. Eigentlich ganz gut, dass wir hier einfach nochmal die Akkus aufladen können. 2 Wochen Pause. Dann spielen wir auf den Sonntag gegen Cagliari und dann gegen Torino. Da brauchen wir auch volle Kräfte. Das sind 2 wichtige Spiele. Und danach ist es nur noch gegen Empoli, Florenz und gegen Roma. Und dann ist die Hinrunde auch schon vorbei. Und dann sind wir auch schon Herbstmeister. Kaffer. Ab und zu. Oh mein Gott, das ist Straftraining. Wer ist da in der Mitte? Das ist so ein Straftraining. Warte mal, ist der Blonde nicht sogar der Keeper? Ist... Nein, halt's Maul. Das ist der Keeper, der Blonde, oder? Der Backtorwart und Rüdiger Rammel. Bruder, wo machst du schon wieder die Gesten hin? Ja, alle sind verwirrt. Alle sind verwirrt von dem Backtorwart. Hä, ich kann nicht sehen, wer der Typ ist in der Mitte, oder? Hä, oh mein... Also... For real, ich glaube, das ist der Backkeeper. Und Rüdiger Rammel die ganze Zeit mit den Gestikulierungen. Warum kriege ich nur ein B? Okay, wir haben unser nächstes Training. Torvorlagen. Kann ich da mit dem Keeper trainieren? Das wäre sogar... Kann ich den Keeper trainieren? Nein, kann ich nicht. Warte mal, Reserve. Ey, das wäre halt so lustig. Aber vielleicht ist er da im Tor. Bei Torvorlagen. Oh, let's go. Wir probieren das aus. Ich will gucken, was Sorrentino macht. Come on. Ich will gucken. Wenn das funktioniert, das wäre so geil. Wenn das jetzt wieder der Blonde ist, dann ist es auf jeden Fall die Bestätigung, dass der Bruder im Tor ist. Nein, okay, Gianluigi war im Tor und ich habe die erste Übung verkackt. Okay, nächster Versuch. Es ist Buffon im Tor. Nein, ich will doch gegen Sorrent... LOL, nein, er steht da ganz vorne. Da wurde gerade Sorrentino angezeigt. Mir kann Slow-Mo. Sorrentino steht ganz vorne. Gut, geil, Junge, das Spiel ist komplett am Backen. Was machst du? Sorrentino, Bruder. Was geht da ab? Du musst ins Tor. Ey, er ist einfach komplett fehl am Platz. Warte mal, ich versuche ihn mal anzuspielen. Dann müsste man nämlich den Namen sehen. Nein. Nochmal zurück. Verdammt. Ich muss es nochmal probieren. Erneuter Versuch. Es ist Sorrentino. Guck mal, jetzt müsste der Name da angezeigt werden. Nein, zeig doch den Namen an. Ah, verdammt. Ja, dann spiele ich sie jetzt auf Ernst. Aber das ist 100% Sorrentino. Safe call. Ich spiele ihn an. Warum sieht man nicht den Namen? Warum sieht man nicht den Namen von Sorrentino? Ey, bitter. Aber es ist safe call er. Ich brauche eine Slow-Mo. 100% ist er das. So, wir schließen die Übung hier auf jeden Fall mit einem B ab. Junge, der Backtorwart dreht richtig durch. Irgendwie. Ich nehme den mit auf die Bank. Ich hab Bock, den einzuwechseln. Da sehe ich mich komplett. So, Wittek erstmal hat sich zum LM umgemodet. Let's go. Guck mal, der geht auch in 18 Wochen auf eine 76. Das ist schon mal nice. Wir gucken hier auch mal durch die anderen Entwicklungspläne durch. Osorio macht richtig gut, ne? Der ist in 4 Wochen auf 76. Oh, Danilo ist auf 71 runter. Aber der hat ein gutes Spiel gegen Juve gemacht. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Kobo ist auch hochgegangen auf 73. Nice. Alter, wir haben gute Entwicklung hier. Valenti ist in einer Woche bei 72. Dann können wir mal gucken, ob wir ihn vielleicht ja mittelfristig dann gegen Danilo austauschen. Im Mittelfeld schauen wir auch mal rein. Ja, Schiattarella, 34. Da geht es jetzt nur noch bergab. Der war, glaube ich, am Anfang der Saison bei einer 71 noch. Vasquez ist in 15 Wochen aktuell. Form großartig. Auf einer 77. Ich sag ja nur. Samuele Ricci ist gerade erst auf eine 71 gegangen. Da sieht es gut aus. Der ist jetzt auf dem Weg zu einer 72. Guck mal, ich kann ihm Allrounder geben. Dann hat er hoch Arbeitsraten. Genau das, was ich haben wollte. Oh, nice. Geraldo Becker auf eine 70 gegangen. Let's go. Gute Entwicklung. Ja, und Kalinic, der war zwischenzeitlich wieder auf 75. Jetzt ist er wieder auf 74 runter. Was will man machen? So, da haben wir den Kollegen. Der geht in 7 Wochen auf ein 24er Rating. Ich, ohne Scheiß, ne? Ich werde den gleich einwechseln. Ich will wissen, wie der in der IV performt. Wir spielen jetzt auswärts bei Cagliari. Und Bro, Valenti, ich weiß, es ist mieser Disrespect. Es tut mir leid, aber ich nehme Sorrentino mit. Der kommt mit auf die Bank. Mit 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Junge, ich bin mies gespannt. Ich bin wirklich mies gespannt, was da abgehen wird. Und dann gehen wir rein in unser nächstes Ligaspiel. Madrid von Cagliari. Cagliari, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Auf dem Bruder mit der Nummer 8 müssen wir aufpassen. Wir gehen rein. Sehr, sehr schönes Stadion, Freunde. Sogar mit einer Covio. Oha, Alter. Let's go, Mann. Wir gehen rein. Serie A. Und nach unserer 0-1 Heimniederlage gegen Juventus Turin möchten wir hier natürlich wieder performen. Und 2 absolute Serie A-Legenden führen ihre Mannschaften auf den Platz. Auf der einen Seite ist es Diego Godin, der natürlich eine super erfolgreiche Zeit auch in der spanischen Liga
bei Atletico Madrid und dann hinterher auch in der Serie A bei Inter Mailand hinter sich hat. Und dem wird auch die Choreo hier gewidmet. Und auf der anderen Seite bei uns natürlich Gianluigi Buffon. Sehr, sehr wildes Matchup hier. Sehr, sehr coole Kapitäne. Und da seht ihr die beiden Mannschaften. Und dann schauen wir natürlich gleich auf die Startaufstellung. Dann gucken wir auf jeden Fall mal auf die Startaufstellung von Cagliari Calcio. Die spielen im 4-4-2 in der Innenverteidigung, gerade angesprochen, die Legende Diego Godin, der führt die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld. Dann haben wir Strootman und Marin, sehr, sehr gutes Mittelfeld, sehr, sehr gutes zentrales Mittelfeld und im Sturm Balde und Barboletti. Auf Marin müssen wir aufpassen, 4 Spiele in den letzten 3 Toren, wir haben es gerade gesehen, der Mann ist richtig gut in Form. Und dann kommen wir zur Startaufstellung von der Überraschungsmannschaft, bisher in dieser Saison vom Aufsteiger vom AC Parma. Wir schauen auf jeden Fall mal rein. Heute wieder im 3-4-2 und die Mannschaft ist unverändert im Vergleich zum Spiel gegen Juventus Turin. Kubo, Danilo und Osorio bilden die Dreier-Abwehrkette. Davor Vitek, Vazquez, Ricci und Caligiuri, Michaela und Mann auf den Außen und ganz vorne im Sturm der Routinier Kalinic. Und dann geht's los. Durchgang 1 Parma von rechts nach links. Wir wollen natürlich, wenn es geht, wieder ein Pünktchen mitnehmen. Vielleicht sogar auch 3, je nachdem. Unsere Mannschaft ist gut in Form. Vielleicht geht da was. Boah, was ein Fehler. Michaela. Und ganz hinten ist Mann. Der muss sie nur noch einschieben. Dennis Mann. 8. Minute. Führung für Parma. Ein Riesenbock da in der Innenverteidigung von Cagliari. Die kriegen den Ball einfach nicht rausgespielt. Und das berühmte Pressing von Rüdiger Rammel und AC Parma schlägt erneut zu. Cagliari da komplett von der Rolle, völlig überrumpelt. Ich glaube, das ist Strootman hier mit dem Fehler. Und dann hat Mireila den Kopf oben, passt den Ball flach in die Mitte. Kubo im Tor kann nichts machen. Und dann ist es Dennis Mann, der den Ball sogar, glaube ich, mit dem Schienbein trifft. Aber der Ball ist drin. Rüdiger Rammel freut sich und Parma führt früh mit 1-0. Ricci hat den Kopf oben, da ist Vazquez und der kann es aus der Distanz, Vazquez! Richtig guter Abschluss und Marin im Abseits. Schade, ey, fast das 2-0 nach einer Viertelstunde, wir sind richtig gut drauf. Boah, stark wegverteidigt von Kubo, das war das erste Mal, dass Cagliari hier überhaupt mal Richtung Tor gegangen ist. Vazquez hat viel Platz, hat den Kopf oben. Michaela, der spielt wieder einen guten Pass auf Kalinic. Der kann sich nicht durchsetzen, aber der Torwart sieht ja auch nicht sicher aus. Vorteil für Cagliari und die haben jetzt die Kontermöglichkeit mit Ceta. Vorne müssen wir aufpassen, da ist Balde, der Tempo-Vorteile, aber Gianluigi Buffon ganz sicher weiß, wann er rauskommen muss und hat den Ball sicher. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 sono 39. So gefährlich. Balde kommt da aber nicht durch. Verteidigung steht gut. Oh, aber Ricci mit einem richtig groben Fehlpass. Das ist ein böser Schnitzer. Buffon ist da. So, Kontermöglichkeit jetzt. Nochmal kurz vor der Halbzeit. Kalinic, der braucht aber zu lange. Und dann sind die ersten 45 Minuten vorbei. Wir führen 0-1. Könnte höher sein, aber bis jetzt ein sehr, sehr guter Auswärtsauftritt. Ha molto spazio per andare. Boah, Mann, mit einer Idee, Kalinic! Sah ein bisschen unorthodox aus. Aber gute Möglichkeit. Und Rüdiger Rammel guckt ein bisschen verdutzt, was seine Spieler da versuchen. Wild. War aber abgefällt. Ja, guck mal. Gibt eine Ecke. Und die haben wir geübt. Vazquez. Bringt den Ball. Bringt den Ball gut. Kalinic mit dem Kopf! Und was ist 2-0? Kalinic macht ihn nochmal scharf. Danilo. Ah, Fehlpass. Und jetzt gibt es die Kontermöglichkeit für Cagliari. Das ist Balde. Der kommt nicht. Oh, der kommt doch noch irgendwie. Bitte, rutscht ins Leere, aber wir haben uns defensiv erstmal geordnet. Sollte eigentlich keine Gefahr geben, aber Cagliari spielt es jetzt auf jeden Fall gut. Das ist kein Abseits, ist Abseits. Junge, Junge, der ist uns fast die eigene Ecke in die Ohren geflogen. Nein, als ob. Ich kann nicht Sorrentino einwechseln? Hä, wie frech. Warum? Ey, wie ehrenlos. Lass mich doch Sorrentino einwechseln. Hä, das ist ja mies scheiße. Oh, wow. Ich wollte Sorrentino sein Innenverteidiger-Debüt geben. Oh, jetzt haben wir Probleme. Buffon ist draußen. Und das war nicht die richtige Entscheidung. 73. Minute und Pavoletti, wenn man mit der 30, der Mann mit dem Fokuhila, wild, macht das 1-1. Ja, zweite Halbzeit sehen wir nicht gut aus. Leider schon so wie gegen Turin. Kalinic stark auf Geraldo Becker. Und jetzt haben wir nochmal Platz. Geraldo Becker geht auf die kurze Ecke und er macht den Treffer. 83. Minute. Unsere beiden Neuzugänge im Zusammenspiel. Kalinic hat den Kopf oben, legt ihn raus auf Becker. Und der macht das ja sowas von eiskalt.
peilt die lange Ecke an und haut ihn dann einfach in den Winkel der kurzen Ecke. Da kann der Keeper gar nichts machen und was für ein Bombenabschluss von Becker. Und wir führen 2-1 kurz vorm Ende. Nein, wir kriegen keinen Konter. Oh, aufpassen. 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 Nein, 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 nein. Nein, aufpassen. Was macht er denn hier? Oh mein Gott! Buffon, was passiert hier? Ah! Hilfe! Nein, nein, nein! Ey, das kann nicht sein! Warum krieg ich immer in der 90. Minute in dieser Karriere Gegentreffer? Wer war's? Wer hat das Tor gemacht? War es dieser Marina? Wow, Alter. 91. Minute. Ich krieg immer Gegentore in der 90. Gar keine Chance, dass ich den aussprechen werde, den Nachnamen. Aber wir haben noch knapp 60 Sekunden. Gebe ich noch einen Angriff gespielt. Ball geht nochmal raus auf Mann. Oh, der ist nicht im Aus. Komm schon. Ich treffe das Tempel sogar schon. Wie krank wäre das gewesen? Ja, unentschieden. 2-2. Wäre vor dem Spiel wieder in Ordnung gewesen, hätte ich den Punkt mitgenommen. Jeder Punkt ist wichtig im Abstiegskampf, aber ey, wenn du 2-1 und 1-0 führst und dann wieder in der 90. zwei Punkte verlierst, das tut weh. Und noch mehr tut's weh, dass Sorrentino nicht sein Debüt geben durfte. So, Interview nach dem Spiel. Lass mich mal hier die Presse anmaulen. Ich wollte Sorrentino unbedingt das Debüt geben. Richtig frech. So, Rüdiger Rammel steht da vor der Sponsorenbande. Dann erzähl mal. Das späte Caligari-Tor hat den Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr Kommentar? Ja, scheiße ist es. So ist Fußball halt. Ja, ist auch so. Fußball ist nämlich Kacke. Zwei Teams auf Augenhöhe. Wie beurteilen sie die Leistung? Ich verstehe, dass das Team frustriert ist. Ja, true. Pavelotti war heute einer der besten Spieler. Wie war seine Leistung? Hey, ja, juckt mich doch nicht, Alter. Was juckt mich der gegnerische Stürmer? Wir müssen schauen, was wir besser machen können. Ich scheiß doch auf die Stürmer vom Gegner. Jetzt mal for real, Alter. So, genauso eine dumme Frage wie in Real Life immer. Wer war das? Maxi Arnold, habt ihr das gesehen? Als Dortmund gegen Wolfsburg gespielt hat und Haaland da reinkam und ein Tor gemacht hat und dann wird Arnold irgendwas zu Haaland gefragt. Lost, Alter, was sucht mich da ein Spieler vom Gegner? Jetzt mal for real. Ja, unlucky. Wir stehen jetzt immer noch auf dem 8. Tabellenplatz. Ist natürlich sehr, sehr eng. Guck dich das mal an. Oh mein Gott, will ich wissen, wo wir mit einem Sieg gelandet wären? Wir wären mit einem Sieg einfach auf dem 5. Platz gewesen. Mit 21 Punkten. Schade. Aber ihr seht, wie eng das ist, ne? Einfach zwischen Platz 14 und Platz 5. Liegen insgesamt nur 3 Punkte. Also wir dürfen auch unsere aktuelle tabellarische Situation nicht zu hoch hängen. Wir sind natürlich wirklich ordentlich in die Saison gestartet. Viel besser, als ich gedacht habe. Aber so kurz wie der Weg nach oben ist, so kurz ist der leider auch nach unten. Wir müssen da echt ein bisschen chillen. Diese Woche ist jetzt auch relativ ruhig. Also wir haben halt nur ein bisschen Training anstehen. Wir gucken nochmal einmal durch die Entwicklungspläne. Aber da war ich ja eigentlich letzte Mal vor, ja, in-game einer Woche drin. Von daher ist es, glaube ich, relativ easy, also ich glaube, hier sollte sich nichts verändert haben. Doch, Valenti ist auf 72 hochgegangen. Nice. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit Danilo machen. Also, ich würde halt Danilo schon noch auch ganz gerne spielen lassen, weil der echt hinten einen guten Job macht, auch wenn er jetzt immer älter wird. Aber der ist halt unser erfahrenster Mann nach Buffon. Und ja, es wäre, glaube ich, ein bisschen unnötig und auch ein bisschen undankbar, wenn ich ihn jetzt halt direkt rausrotiere. Hier läuft es ja richtig gut bei Miraila und Dennis Mann, ne? Guck mal, Miraila schon auf 73 gegangen. Und ein Mann steht jetzt bei einer 77er Bewertung. Mit Doppel 5, Alter, richtig gut. Und dann haben wir unser nächstes Heimspiel. Zu Hause gegen Turin, die sind aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. Ein Punkt nur hinter uns. Wichtiges Spiel, ich werde jetzt hier diesmal die Schnellsimulation reinhauen. Und komm, ich probiere es mal aus. Ich will es einfach mal wissen. Was passiert, wenn wir Sorrentino in die IV stellen? Der hat plus 42. 65er Gesamtrating, wenn er das spielt. Der hat 77 Tempo, 94 Aggressivität, 90 Sprungkraft, 88 Stärke. Junge, ich sehe ihn da, der ist ein Macher. 64 Flanken. Oder ist der eigentlich Außenverteidiger? Was meint ihr? Was ist seine Position? Könnte auch Außenverteidiger sein mit den Flankenstats. Oh, warte mal. Nee, das ist Buffon. Wait a minute. 65 Grätsche, 66 Kopfball, 70 Weitschüsse. Ich sag, der ist ein IV. Come on. Schnelle Simulation. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, das fliegt mir nicht um die Ohren. Come on. Gegen FC Turin. Nein! 1-3 verloren. Sorrentino. Oh Mann, verdammt. 3-1 Niederlage. Was gesagt getroffen? Immerhin. Aber Sorrentino 5-0. Haben wir ausprobiert. Ihr habt gesagt, ich soll es ausprobieren. Reicht dann auch wieder. Ne?
Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte nur versichern, dass ich alles tun werde, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn sie es so wollen, dann spiele ich gerne auch als Innenverteidiger. Aus meiner Sicht war es gut, Bruder. Du hättest zwar auf der IV 65, willst unbedingt die Handschuhe anziehen, aber Bro, alles gut, wirklich. Alles gut. Alles entspannt. Wir haben einen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Was geht da ab? Wir schauen mal rein. Auch sehr stark. De Angelis, 87 bis 94 Potenzial. Sehr nice, Freunde. Ey, der macht gut. 5 Wochen hat der 64. Und seine 5 Sterne Weakfoot hat er mittlerweile. Ich gehe jetzt auf 5 Sterne Skills. Das ist mein nächstes Ziel. Oh, wir kriegen auch noch monatliche Scouting-Berichte. Let's go. Komm schon. Irgendein Top-Talent. Was haben wir hier? Alfonsi. Sieht nicht so gut aus. Conte. Oh, 1,3 Millionen. Enrico Conte. Nehmen wir mit. Sehr nice. Das ist der Sohn vom Trainer von Conte oder was? Luigi Bianchi. Oh, da muss ich an die Formel 1 denken. Rest in Peace. Nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Dann Fabri. Sieht nicht so gut aus. Testa. 550.000. Auch stabil. Und dann gucken wir nochmal beim rumänischen Scout. Vielleicht hat der ja noch was Gutes dabei. Sieht aber gar nicht mal danach aus. Nee, leider nicht. Okay, lass mal schauen. Wen haben wir da gescoutet? Sehen wir anhand von ausgeglichen. Der Torwart kann jetzt übrigens mal weg. Der war von ganz am Anfang. Sieht man ja auch in der Nation. Bei Lisa. Muss nicht sein. Der war nicht wirklich gut. Dann Luigi Bianchi als Linksverteidiger. Hat ziemlich schlechte Dribbeln. Ja, wobei, passen geht eigentlich. Soll ich ihn vielleicht als IV ummoden? Weiß es nicht. Probieren mal als IV aus. Ah, okay, ist halt nur 1,74. Ja, okay. Er ist halt nur 1,74 groß. Hat sich dann auch wieder erledigt. Dann wir lassen ihn Linksverteidiger trainieren. Oder LM. Ja, wir probieren es mal. Scheiß drauf. Dann haben wir den Kollegen noch von ganz am Anfang. Samuel Blo. Franzose. Kann auch mal jetzt weg. Ist auch nicht wirklich gut. Das gleiche gilt für Traoré. Die haben halt leider gar kein Entwicklungspotenzial. Dann brauchen wir es hier nicht auf Krampf versuchen. Neu sind dazugekommen. Paolo Testa, der ist ZOM und ZM. 5 Sterne Weakfoot, sieht sehr gut aus. Den trainieren wir auf jeden Fall mal. Ist ja auch erst 15 Jahre jung, vielleicht geht da ja was. Und wir haben Enrico Conte mit 74 Tempo. Let's go, 62 Schuss. Könnte man auch überlegen, ob man ihn als Stürmer trainiert, weil das halt sein bester Stat ist. Ich probiere es mal auf Stürmer. Wie lange dauert das zum Umformen? 2 Wochen. Okay, probieren wir aus. Und dann haben wir unser nächstes Spiel auswärts bei Empoli. Osorius auf eine 76er Gesamt Stärke gegangen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Wir probieren mal Valentin eine Chance zu geben für Kobo. Den nehmen wir mal raus und ich möchte Becker mal die Chance geben für Miraila, dass wir ihn auch mal ausprobieren. Der hat übrigens hier Form plus 4, Geraldo Becker. Vielleicht macht es Sinn, den als linken Flügel umzutrainieren. Naja, wir lassen es erstmal so, Freunde, und dann gehen wir rein. Ganz normale Simulation. Ich spiele auswärts bei Empoli. Come on, let's go. Ich wechsle ihn aber nur ein, wenn wir ein gutes Spiel machen. Oder wenn wir halt wie 4-0 hinten liegen, was ich nicht hoffe. Come on. Wir haben in den letzten 3 Spielen keins gewonnen. Wir haben ein kleines Formtief. Wir müssen wieder. Boah, Ricci, guck mal, wie der nach vorne presst. Richtig stark. Vasquez, Ricci, Ballverlust. Aufpassen jetzt bitte. Bin auch mal sehr auf Valenti gespannt. Der muss hier ins Duell gewonnen. Stark. Boah, stark. Komm schon. Konter läuft. Kalinic. Kalijuri. Kalinic. Vasquez. Oh mein Gott, Alter, der hat wieder einen Longshot rausgehauen. Und er macht ihn fast. Boah, Kalinic ist stark. Becker, Becker. Geraldo Becker mit seiner nächsten Hütte. Und wieder Vorlage Kalinic. Let's go, Mann. So ein Riecher gehabt, Rüdiger Rammel, den mal starten zu lassen. Let's go, Alter. Oh, Vasquez, überragend, Dennis Mann. Komm schon. Er macht so gut eigentlich. Er zieht nach innen, geht dann aufs kurze Eck gegen die Laufrichtung. Schade. Wir haben wieder weniger Ballbesitz, aber ist ja eh unsere Spielphilosophie. Wir führen 1-0. Becker und Buffon, beide überragend. Let's go, komm schon. Wir brauchen die 3 Punkte. Empoli steht noch ein bisschen weiter unten drin. Das wäre schon ein wichtiger Sieg. Stark. Richtig stark. Bring ihn. Ja, oder lauf einmal über den ganzen Platz, Becker. Alles gut. Wo willst du hin? Ach, gut. Gut. Oh mein Gott. Nein, abseits. Alter, das war so heftig gespielt. Okay, man kann Sorrentino auch nicht hier einwechseln. Aber das Spiel ist jetzt eh zu eng, um da irgendwas zu riskieren. Ich bringe nochmal Miraila für Becker, Ciattarella für Ricci und ich glaube, dann sollte es erstmal passen. Ja, wir können eigentlich auch mal wieder Brunetta die Chance geben, aber Mann und Kalinic will ich eigentlich ganz gerne drauflassen. Komm mal, sind auch nur noch 25 Minuten. Ey, ich sag's jetzt schon mal, wenn wir wieder in der 90. einkassieren, bin ich richtig sauer. Ohne Scheiß. Dann bin ich richtig angepisst.
Stark. Komm. Oh, Kalinic! Let's go! Und jetzt machen wir mal ein Tor in der 90. Schießt erst gegen das Alu, aber kriegt den Ball zurück auf den Fuß. Und damit haben wir das Spiel auswärts bei Empoli mit 2:0 gewonnen. Kalinic, Junge, let's go! Belohnt sich auch endlich mal wieder nach langer Zeit. Mit einem eigenen Treffer hat er davor wieder aufgelegt. Heute ein Tor, eine Vorlage. Aber Man of the Match, ganz klar, Gianluigi Buffon mit einer 9-3er Bewertung. Und by the way, das ist erst unser zweites Spiel zu Null, was wir diese Saison gewinnen. Aber wir nehmen es mit. Richtig stark, Becker übertrieben gutes Spiel, Kalinic sehr gutes Spiel und Buffon hinten überragend. Let's go. Und damit sieht es auch jetzt in der Tabelle wieder ganz gut aus. Wir sind zurück auf dem 8. Tabellenplatz. Verletzung von Miraila macht den Fans Sorgen. Okay, er wird für gebrochener Zeh. Ja, er wird jetzt erstmal die nächsten Spiele ausfallen. Wie lange dauert gebrochener Zeh? 3 Monate! Fuck. Okay, das ist nicht so geil. Dann wird wahrscheinlich Geraldo Becker jetzt erstmal in die Startelf rücken. Der hat uns ja auch angesprochen. Hey Boss, wird viel über meine aktuelle Position geredet. Wenn Sie es so wollen, dann spiele ich auch gerne als linker Flügelspieler. Ja, Bruder, musst du. Musst du jetzt. Miraila, verletzt, muss leider raus. Becker, mein Freund, du musst Gas geben jetzt. Ja, 3 Monate ist natürlich schon eine harte Zeit. Ja, schwer. By the way, wir haben 2 Spieler im italienischen Team of the Week. Gianluigi Buffon und Nicola Kalinic stehen drin. Und kann ich auch schauen, wer Player of the Month ist? Wer ist Player of the Month? Brahim von AC Mailand. Okay, schade, keiner von uns auch nominiert gewesen. Aber wir haben auch, war einer nominiert. Nee, Bruder, 3 von Inter, einer von AC. Wer ist das? Arthur? Lautaro? Ah, nee. Wo ist denn Arthur hingewechselt? Spielt er da noch bei Juve? Ich weiß nicht. Hazard, Dzeko, Martinez waren nominiert und Brahim hat sich durchgesetzt. Okay. Oh, schaut mal hier. Nicola Kalinic ist ein guter Totino-Nachfolger. Gibt's einen kleinen Press? Ja, perfekt. Zuletzt stand hier immer wieder der Weggang von Teamname ABBR10-2205-28. Wow, ja. Auf jeden Fall ist Kalinic ein guter Nachfolger. Wir schauen hier ganz kurz einmal in die Stats rein. Kalinic steht nach 13 Serie A-Spielen bei 9 Scorer, 5 Tore, 4 Vorlagen, ist überragend. Mann bei 8 Scorern, auch sehr stark. Becker bei 4. Und das als Sub eigentlich. Vasquez macht es natürlich überragend, ist weiterhin unser Top-Torjäger. Beschweren kann man sich da eher weniger. Aber Vasquez wurde verdrängt, ist jetzt nur noch 4. Osimhen und Damsgaard sind vorbeigezogen mit 9 Treffern. Okay, dann muss er jetzt gegen Florenz liefern. Da haben wir unser nächstes Heimspiel. Becker von Anfang an. Let's go. Ich will was sehen. Die haben uns im Pokal rausgeworfen. Ich habe eine Rechnung mit denen offen. Nicht wieder 90. Minute Gegentor von Vlahovic kriegen, sonst bin ich sauer. By the way, ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe zu sagen, aber das ist die Startelf wie sonst auch immer nur mit Geraldo Becker von Anfang an. Also, wow. By the way, just Serie A things. Nastasic, der Ex-Schalker. Der Trikot Nummer 95 fällt mir jetzt erst auf. Oh, Becker. Oh mein Gott, Geraldo Becker, Bruder. Was war das für ein Einkauf? Junge, er ist ja übertrieben krass. Let's go. Wie heftig hat er das gemacht? Ja, wieder stark von Becker. Hey, ohne Witz. Also, kein Disrespect an Miraila, der macht's auch ordentlich. Aber Becker sammelt gerade richtig viele Argumente dafür, auch langfristig, wenn Miraila wieder fit ist, unsere Nummer 1 auf der Position zu werden. Der Typ ist überragend, Alter. Junge, was war das für ein Stil? Was haben wir für den gezahlt? 1 Million oder so? Das ist krank. Becker auf Witte, auf Kalinic, wir führen 2-1 gegen Florenz. Junge, unseren, was haben wir für Leute gehört? Also for real, ich muss dir eine Sache sagen. Der Einzige, der bis jetzt wirklich nicht so einen krassen Impact hat, ist Caligiuri. Der ist bis jetzt wirklich eher unterdurchschnittlich. Aber der Rest, also Witte ist überragend. Kalinic macht seinen Job richtig gut. Und Becker ist auch übertrieben krass. Oh, fast Eigentor. Halbzeit, wir führen 2-1, let's go. Ohne Scheiß, wenn das so weitergeht. Ich rühre hier gerade richtig die Becker-Hype-Trommel. Aber da müssen wir uns auch in ein paar Monaten mit dem zusammensetzen und vielleicht über eine Verlängerung des Vertrages reden. Mit einer richtigen Gehaltserhöhung. Oh, Aluminium. Und dem auch einen Stammplatz anbieten. Oder zumindest eine bessere Rolle als sporadischer Spieler. Das hat er ja aktuell als Rolle. Und vielleicht die Ausstiegsklausel rausschreiben, weil die liegt nur bei 5 Millionen. Weil der Bruder macht es ja richtig gut. Können wir uns 10 Minuten noch durchhalten. Das wären so wichtige 3 Punkte. Ey, also wir kriegen in den letzten 10 Minuten so viele Gegentore. Das ist wirklich ein Skandal, ne?
was wir da an Punkten verlieren. Wow, ey, das tut weh. Und wir haben wirklich ein verdammt gutes Spiel hier abgeliefert. Ey, wie bitter. Nein, bitte nicht. Bitte nicht wieder in der 90. Okay. Let's go. Komm mal, um die Ecke noch verteidigen, wenigstens einen Punkt zu mitnehmen. Richtig. 2-2. Tut weh. Wieder späten Gegentreffer gekriegt. Aber die Entwicklung von Kalinic und von Becker, wie die auch zusammen funktionieren, das ist wirklich krass, Alter. Ohne Scheiß. Das ist wirklich richtig stark. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, undercover ist Becker vielleicht mit einer der besten oder vielleicht sogar der beste Transfer des Sommers. Ohne Scheiß. Ich probiere auch mal, ob ich ihn vielleicht umformen kann. Vielleicht bringt das ja was. Er bräuchte aktuell 5 Wochen, um auf 71 als Stürmer zu gehen. Was sagt die Position linker Flügel? Dauert nur 2 Wochen. Probiere ich mal aus, weil das wird er jetzt sowieso die nächsten 3 Monate dauerhaft spielen müssen. Und ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, Freunde der Sonne. Rankt mal alle unsere Transfers, die wir bis jetzt gemacht haben. Von 1 bis 6, also 1 ist das Beste nach Schulnoten. Wir haben Kalinic, der steht aktuell bei 10 Scorern. Wir haben Geraldo Becker. Dann haben wir Caligiuri, Wittek natürlich noch, Ricci und ich glaube, das war es, wenn ich keinen vergessen habe. Ich glaube, wir haben nur die geholt. Caligiuri, Becker, Ricci. Ja, sind 5 Stück. Kalinic, Becker, Caligiuri, Ricci und Wittek. Ich bin mal auf euer Ranking gespannt. Junge, Becker auch einfach Form plus 6. Wild. Das ist halt wirklich überragend, Freunde. Das war's dann auch erstmal von der Folge. Wir stehen aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. Läuft weiterhin alles gut. In der nächsten Episode haben wir dann das Spiel gegen Roma vor der Brust und danach geht's auch schon in die Winterpause, beziehungsweise dann in den heißen Januar. Dort warten 5 Spiele auf uns. Die Rückrunde beginnt und die Transferphase beginnt, Freunde. Das wird sehr, sehr wild. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich auf jeden Fall hier über jeden, der das Projekt weiterhin supportet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst nicht, die Transfers zu ranken. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf euer Hinrundenfazit. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne schon mal kommentieren, an welchen Stellschrauben wir vielleicht für die Rückrunde drehen könnten. Ich überlege vielleicht jetzt noch, weil Miraila ja noch 3 Monate verletzt ist, vielleicht kann man noch irgendwie einen Stürmer-Backup holen, dadurch, dass Becker ja jetzt auf die linke Seite ausweichen wird und hat da auch ganz klar den Vorzug vor Brunetta bekommen wird. Vielleicht lohnt es sich ja noch, einen Stürmer-Backup auszuleihen, irgendwie da was zu machen. Schreibt es ja gerne mal in die Kommentare, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.